Wir sind High Five und wir möchten uns für 2 Millionen Klicks mit einem kleinen Videoblog bedanken. Alicia schreibt, zu morgen ist egal. Ich finde eure Lieder richtig schön. So gut singen will ich auch mal. Und geht ihr alle in die gleiche Klasse oder seid ihr in verschiedenen Klassen? Also, erst einmal danke für das Lob. Wir glauben, wir können nicht gerade schlecht, aber auch nicht super singen. Und jetzt zu deiner Frage. Lara und Zoe gehen in die 7. Klasse, Lou in die 8., Lina auch in die 7. auf einer anderen Schule und ich in die 6. Ich bin nämlich die Jüngste hier. Ashley ist ein Mädchen aus Amerika. Sie wird zweisprachig erzogen und spricht somit ein exzellentes Deutsch. Ashley sagt, zu morgen ist egal. Jetzt habe ich es. Eure Lieder erinnern mich an die Lieder aus dem Film Hier kommt Lola. Hallo Ashley, erstmal liebe Grüße in die USA. Wir finden es super toll, dass man unsere Lieder auch in den Staaten hört. Außerdem hast du ja noch geschrieben, dass du uns deine Freundin grüßen sollst. Also hier ein paar Grüße. Dear friends of Ashley, we are so happy that you hear our songs. We feel so proud. Isn't it great that music connects us across continents? Please excuse our bad English. We are just beginners. Greetings and a High Five to all of you from Germany. Jetzt nochmal zu Hier kommt Lola. In der Popmusik ähneln sich viele Lieder. Wir kriegen kein ganz neues hin, aber vielleicht ein bisschen anders. Chantal schreibt zu unserem Making-of, könnt ihr noch mehr Lieder schreiben? Hallo Chantal, also in jedem Video steckt wirklich viel Arbeit drin. Unsere nächsten beiden Songs sind auch schon geschrieben. Aber wir werden es leider nicht schaffen, mehr als 2 bis 3 Videos pro Jahr herauszubringen. Eine andere Chantal schreibt zu Junge, du bist peinlich. Glaubt mir, in 5 Jahren seid ihr mega berühmt. Ach Chantal, schauen wir mal, wir wollen eigentlich gar nicht berühmt werden. Wenn man berühmt werden will, macht es einem meistens keinen Spaß mehr. Und wir machen das ja in unserer Freizeit und wollen uns hauptsächlich auf die Schule und unsere Hobbys konzentrieren. Ela schreibt, ihr macht richtig tolle Lieder, ich singe auch so gern, aber vor Leuten singen, da bekomme ich Lampenfieber. Sogar vor meinem Papa zu singen ist für mich peinlich. Vielleicht kann mir jemand einen Tipp geben. Also, bei mir ist das immer so, wenn ich Lampenfieber habe und ein bestimmtes Lied singe, dann denke ich einfach an eine fröhliche Sache, wenn das Lied fröhlich ist und an eine eher traurigere Sache, wenn das Lied traurig ist. Und dadurch kann ich irgendwie mein Publikum vergessen. Und zu deinem Papa. Bei ihm braucht dir gar nichts peinlich sein, da er dich eh so liebt, wie du bist. Und ja. Das war's für heute, Leute. Wir freuen uns sehr über eure netten Kommentare, eure Abos und eure Daumen hoch. Liebe Grüße, High Five!